Hose lade ich auch auf wieder. Zack. Scheiß Hose lade. Drecke da. Es geht ja nicht mehr zu. Was sind das für Hose? Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit der Workbank-Hobelbank-Umbauaktion. Und zwar habe ich jetzt eine Playlist erstellt zu dem ganzen Projekt. Ja, Unterkonstruktion, dann die Aufbereitung, die oberflächliche Aufbereitung der Hobelbänke. Ich wollte ja diesen Used-Look beibehalten. Es soll ja sichtbar sein, dass die Hobelbänke alt sind. Deswegen habe ich da nicht alles abgerichtet und Vollgas runtergeschliffen oder runtergehobelt, sondern die Gebrauchsspuren soll man unbedingt sehen. Das ist mir sehr wichtig. Also, und heute geht's weiter, weil das Ding, das wackelt noch Vollgas. Das steht nur lose drauf. Also die zwei Hobelbänke stehen nur lose auf der Unterkonstruktion. Deswegen habe ich schon ein paar Schrauben vorbereitet. Als erstes wird das jetzt komplett festgeschraubt, fixiert. Auch die zwei werden verbunden miteinander. Und dann schauen wir mal, wie stabil das Ganze danach ist. Ich baue noch eine Rahmenkonstruktion dazu und Rollen kommen hin. Ja, da habe ich mir auch was überlegt. Nicht nur irgendwie vier Rollen, sondern da gibt es einen kleinen Trick. Das kommt aber auch später im Video. Also vier Schrauben für die Unterkonstruktion und drei Schrauben für die Verbindung in der Mitte, quasi hier an dem Brett entlang. Und da bohre ich jetzt erstmal Löcher rein, drei Stück. Und logischerweise kann ich ja schlecht hier bohren. Die Löcher so durchbohren geht nicht. Deswegen ziehe die Hobelbänke jetzt auseinander. So reicht der Platz auf jeden Fall zum Bohren. Na, super. Oh, nichts passiert, zum Glück. Ja, heiliges Blechle, echt. Ich habe jetzt Kanthölzer drunter gestellt. Jetzt kann das nicht mehr umfallen. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen hier. Ey. Also jetzt platziere ich die Hobelbänke perfekt zueinander, so wie sie hingehören zum Schluss auch. Ja, dann nehme ich den Bohrer her und piek's von der Seite rein und übertrage mir quasi so die Punkte, wo ich dann weiterbohre. Ja, perfekt. Hier, hier und hier. Ja. Zum Glück ging nichts kaputt. Die Hobelbank ist umgefallen und mein Kamera-Equipment fällt dann auch noch runter. Also Leute, und nochmal was anderes. Ich bohre da Löcher durch die Hobelbank. Ja, das kann man machen. Wer das nicht sehen kann, wenn man so eine alte Hobelbank durchlöchert, der muss halt weggucken. Es gibt Leute, die nehmen so Hobelbank her und machen da einen Waschtisch draus oder sowas. Und das finde ich viel schlimmer, wie wenn man da drei Löcher reinbohrt. Die Löcher unten, die lassen sich auch nicht vermeiden, wenn man das alles hinschrauben möchte. Und ich bekomme immer wieder Kommentare, warum ich so ein altes Sägeblatt benutze. Ja, mir reicht es einfach. Ich könnte ja auch ein sauteures Sägeblatt kaufen von diversen Herstellern, die meistens bei YouTube auch nur gehypt werden. Aber mir reicht dieses Sägeblatt. Also Leute, ihr könnt gerne für euch selber ein gutes Sägeblatt kaufen, aber für meine Projekte momentan reicht es so. Also, hier mache ich nochmal die Überblattungen mit meiner Kappsäge und hinten ein kleines Brettchen hin, ein Opferbrett, weil natürlich der Radius von der Säge sonst nicht ausreicht, ja, nach hinten. Deswegen nimmt man da ein Opferbrett her. Und weil das alles Resthölzer sind, von Paletten hauptsächlich, ja, muss man das natürlich noch schleifen. Das ist alles sägerau, aber gar kein Problem. Oswag-Adapter und abnehmbares Kabel. Super Schleifer. Ich verlinke euch auch ein Video dazu. Also, jetzt wird das Ganze geölt. Ja, und zwar wie immer mit Osmo Hartwachsöl, ja, in Terra, dass alles zusammenpasst, optisch. Ich habe hier einen Dosenöffner, ja, optimal für Lackdosen, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dieses kleine Teil kann jeder brauchen. Umrühren und dann einpinseln das Ganze. Und nach einer gewissen Zeit reibe ich das Ganze ab mit einem Lappen, so wie damals schon die Werkbank, die Hobelbank, habe ich ja genauso behandelt. Osmo Hartwachsöl finde ich einfach genial. Super Zeug. Also, lassen wir es schön trocknen und dann wird es zusammengebaut. Am nächsten Tag war das natürlich alles trocken. Diese Rahmenkonstruktion muss übrigens nicht viel Gewicht tragen. Dennoch habe ich mich für relativ massives Kantholz entschieden. Es sind alles Restmaterialien und ja, das wird hier eingebaut. Ich bin mir sicher, viele haben das bei Instagram in meinen Stories schon mitgekriegt. Was mache ich da wohl? Warum mache ich diesen Rahmen hin? Was habe ich noch vor? Viele, die auch meine Videos schon länger verfolgen und aufmerksam zugehört haben, was ich erzähle, schreibt es mal in die Kommentare. Wer vermutet richtig? Was mache ich da? Ja? Warum und weshalb mache ich das?
Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ein anderer Grund, warum ich das hinschraube, das Holzgedöns, ja, ich muss die Räder natürlich irgendwo befestigen können. Ja, und genau damit geht's jetzt auch weiter mit den Rollen. Und da muss ich jetzt gleich von Anfang an sagen, ein herzliches Dankeschön an Harley UFO, also wie Harley Davidson UFO, Harley UFO. Bei Instagram habe ich eine Story gepostet, zwecks den Rollen. Ich hatte die Originalschablone verschlampt, ja. Und Harley UFO, super Sach, Uwe, vielen Dank. Er hat mir per PDF, nachdem ich die Story gemacht habe, einfach mal kurz das eingescannt bei sich daheim und mir eine PDF per E-Mail geschickt. Jetzt habe ich die Schablone wieder. Ich bin mir ja sicher, die meisten kennen diese Spacekeeper-Rollen. Die kann man an einer Werkbank oder ähnliches, Maschinenschrank, hinschrauben. Und dann durch diese Funktion kann man alles anheben und wieder absenken natürlich. Aber man muss natürlich alle vier Räder bedienen. Und weil logischerweise das sehr kompliziert ist, da alle vier Ecken zu bedienen, vor allem, weil das Teil wird richtig schwer, wenn dann die Schubladen irgendwann drin sind, wenn das ganze Teil massiv vollgestellt wird oder voll beladen ist, dann wiegt das ruckizucki mal fast das Doppelte. Und deswegen möchte ich nicht alle vier Beine extra bedienen, sondern rechts, links einfach zwei Dinge verbinden, das probieren wir einfach mal aus. Ja, dass man mit einem gescheiten Tritt quasi das ganze Ding heben kann. Zur Not mit dem ganzen Körpergewicht kann man draufstehen. Schauen wir mal, wenn das klappt, ist es cool. Wenn nicht, ja, dann ist halt nicht cool. Wenn ihr euch das bestellt, ich hau das mal als Link rein. Ja, in der Videobeschreibung findet ihr das Produkt. Ja, da sind normalerweise so orangene Gummistöpsel drauf. So, ja, soll anscheinend dann griffiger sein, mehr Grip bieten, aber die Dinger fallen ab. Die könnt ihr gleich von Anfang an wegmachen. Und was ihr auch wegmachen könnt, die originalen Schrauben braucht man nicht, ja. Nehmt lieber ordentliche Schrauben, in meinem Fall sind es halt ganz normale Spacks, ja. Aber die Originalschrauben, die da dabei sind, die könnt ihr gleich mal wegschmeißen, die sind richtig mies. Nochmal zur Erklärung, die Schablone schneiden wir später, wenn man das montiert, hier ab. Und dann steht das auf dem Floor, ja, quasi auf dem Boden. Und dann kann man hier perfekt das Ganze als Schablone nutzen zum Verschrauben, weil das muss genau hingeschraubt werden, Millimeter genau, sonst habt ihr Probleme damit. Die Teile sind ja schon länger bei mir im Einsatz, die sind ja schon vorher an der Hobelbank gewesen. Das baue ich jetzt auseinander. So, weil wir müssen logischerweise hier ein Loch reinbohren, bei denen natürlich dann auch. Aber ich zeige euch jetzt einfach kurz hier, wie man ein Loch reinbohrt. Ist ja super schwer, so ein Loch reinbohren, gell? Das ist übrigens nur der Kleber von diesem Gummi, original orangenem Gummi. Aber wie gesagt, das Ding, das fällt ab, das braucht ihr nicht, das könnt ihr wegschmeißen. Jetzt habe ich hier ein Opferkantholz. Ich mache das jetzt bewusst nicht an der Tischbohrmaschine, weil hier ist eh alles zugemüllt. Da geht es jetzt ja auch nicht um präzises, gerade Bohren, sondern ich muss ja nur ein Loch reinmachen, wenn ich da ein bisschen verwackel, das juckt ja nicht. Also ein Körner brauchen wir jetzt erstmal, dass der Bohrer da schön griffig läuft. Und zwar habe ich da einen Automatikkörner. Den drückt ihr drauf, oder besser gesagt, den setzt ihr an, dann drückt ihr, dann macht's Peng und dann habt ihr eine Dalle drin. Ja, so machen wir das. Man kann das auch wiederholen. So, dann hat man hier, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist jetzt ein Punkt markiert. Und da bohren wir jetzt ein Loch rein. Schneidöl verwenden, weil dann wird euer Bohrer nicht zu heiß und stumpf. Ja, ich habe von Caramba Bohr- und Schneidöl im Einsatz. Verlinke ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung. Mach mal was drauf. So. Und dann geht's los. Dann habe ich hier einen Senker extra für Metall. Dann ist das eine feine, saubere Sache. Hier ist noch der Kleberrest, aber das macht ja nichts. Ja, so mache ich jetzt bei den restlichen drei Teilen auch noch die Löcher rein. Und an alle Metallprofis, es ist ja für euch nichts Neues, aber es gibt Leute, die checken es nicht, die wissen es nicht, dass man ein Schneidöl verwenden sollte, damit eure Bohrer halt länger halten und nicht heiß werden, beziehungsweise auch mit einem langsamen Gang arbeiten, nicht viel Drehzahl verwenden und auch mit einem Körner arbeiten, dann habt ihr viel leichteres Spiel, dass der Bohrer halt greift, ja, sonst springt euch der Bohrer hier auf dem Blech rum, bringt ja alles nichts. Also, deswegen, an die ganzen Profis da draußen, passt schon, die es nicht wussten, ihr habt was gelernt. So muss es sein. So, die restlichen vier Löcher mache ich jetzt ohne euch, dann sieht man sich gleich wieder, wenn ich alle Löcher drin habe. Also ich habe jetzt alle Rollen zerlegt, bei mir waren die ja schon länger im Einsatz und die Löcher sind jetzt auch drin.
Also jetzt gehen wir mal in den Raum darüber. Da habe ich ein kleines Metalllager und auch noch Resthölzer. Da können wir auf jeden Fall was bauen, eine Verbindungsstange. Alleine Holz wäre halt wahrscheinlich zu schwach. Ja, ich hätte auch Hartholz da, ist mir aber zu schade, ganz ehrlich. Und Fichte wird durchbrechen, wenn man da mit dem ganzen Körpergewicht draufsteht zum Schluss. Deswegen, ich glaube, ich habe da irgend so ein Metall noch rumliegen, so eine Eisenstange oder sowas, so eine Schiene. Da gucken wir jetzt einfach mal. Da, die da. Die da, die nehmen wir her. Hier habe ich ja mein kleines Holzlager und irgendwo, da findet man schon was. Das schaut gut aus. Kleines Holzstück und so eine Stange. Keine Ahnung, irgend so eine Stange halt. Seht ihr ja selber. Und die ist sehr stabil, da bin ich mir sicher. Verzinkt, kann man noch lackieren, wenn man will. Ich lasse das erstmal unlackiert und dann kann man die immer noch anschmieren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr was mit einem Winkelschleifer bearbeitet, also Metall und Funkenflug, macht es abseits der Holzwerkstatt, denn bei Stäuben, bei staubigen Umgebungen ist das nicht toll, wenn es funkt. Also deswegen mache ich das draußen vor meiner Werkstatt optimal. Wenn ihr einen Metallbereich habt, ist das auch gut. Könnt ihr in der Werkstatt natürlich einen kleinen Metallbereich einrichten für sowas. Aber bitte nicht im Holzwerkbereich einen Funkenflug erzeugen. So. Zwei Teile. Jetzt schauen wir, dass wir das Holz erstmal halbieren. Dann haben wir zwei. Und dann können wir das in der passenden Größe hier anpassen. So, nur dass ihr mal kurz seht, ich habe jetzt die Tischkreissäge auf diese Höhe gestellt. Ja, einfach nur zwei Kanthölzer. Aber so ist halt auch mein Plan, in Zukunft hier zu arbeiten. Wenn das alles hier dann irgendwann auch geschlossen ist und so weiter, könnte ich theoretisch hier so mit der Tischkreissäge in diese Länge arbeiten. Also wie ihr seht, der Staub hält sich echt in Grenzen, denn ich saug ja oben ab und unten. Mit diesem Verteiler hier, ja, Auswag-Adapter, also auch am 3D-Drucker. Ja, das Ganze wird abgesaugt mit diesem Chemvac und dieser Chemvac müsste da hinten noch irgendwann Platz finden in dem hinteren Bereich. Aber dazu ein anderes Mal, also dieses Absaugthema kommt dann irgendwann auch dran, aber heute geht es jetzt ja um die Rollen und so weiter. Also, jetzt schauen wir mal, wie viel ich abschleifen muss. Ah, da fehlt nicht viel. Mit viel Gewalt könnte ich es auch jetzt schon reinprügeln, oder? Ja, passt doch. Jetzt ist mein Hosenlader immer off. Also die Kackhose, die schmeiße ich jetzt bald weg. Da geht immer der Hosenstall auf. So eine Scheiße. Das Plastikding, also das braucht doch auch keine Sau. So ein Dreck. So, jetzt aufpassen, dass wir die Säge hier nicht beschädigen. Die extrem hochwertige Säge. Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht beschädigen. Nicht so nah ans Metall hin. Ja, genau. So. Ah, dieser scheiß French Gliedhalter geht mir auch dermaßen auf den Sack. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht, da hat man diesen Hobel gesehen. Hier seht ihr das Kunz. Sims Hobel nennt sich das Ganze. Das Teil ist alt, ja, aber man kann es immer noch kaufen und sogar bei Amazon. Ich verlinke euch mal diesen Mini-Hobel, Sims-Hobel. Bei diesem Amazon verlinkten Teil ist nur das innere rot. Das ist scheinbar irgendwie heutzutage eher so. Ja, früher war das halt nicht rot bei dem Ding. Aber mit dem kleinen Sims-Hobel breche ich jetzt hier die Kanten. Natürlich aufpassen, dass man mit der Klinge nicht ins Eisen reinhobelt. Ganz vorsichtig. Nur die Kante brechen. Und noch leicht von Hand nachschleifen.
Man bohrt jetzt ein Loch quasi in der Stärke der Gewindestange und weil hier ja ein Vierkant hinter dieser Linse versteckt ist, beißt sich das dann hier ein ins Holz und kann sich nicht drehen. Ja, das bedeutet, hier Loch rein in der Gewindestangenstärke und dann schraubt man den Hebel unten hin. Sehr gut. Ich habe extrem fest angezogen, dann hat es diesen Linsenkopf richtig ins Holz gezogen, sonst wäre die Gewindestange zu kurz gewesen. Jetzt nochmal Hartwachsöl drüber schmieren und dann gleich wieder abwischen. Ich habe natürlich das Eisen auch angeschmiert, aber das kann man ja abwischen, ist ja kein Problem. Abkleben wollte ich nicht, keinen Bock gehabt. Also es ist das Ganze trocken, das Hartwachsöl, und ich habe auch schon die Montageplatte oder wie sich das nennt hier montiert. Und dann können wir mit der Schablone jetzt hier perfekt anzeichnen oder das markieren und verschrauben. So, da schneide ich natürlich jetzt erstmal hier an der Kante das ab, unten. Hier an der gestrichelten Kante muss das Ganze abgeschnitten werden. Ich mache jetzt hier oben noch ein Klebeband ans Eck. Hier natürlich auch. Und dann zeichne ich mir von dem Punkt hier oben, quasi von der Verschraubung hier, einen Strich an. So. Und hier auch. Bei der Schablone haben wir hier quasi Center, ein Center-Pfeil. Da kann man das schön hier hinhalten. Das steht auf dem Boden hier unten und der Rest ergibt sich von alleine. Ich habe hier ein Stecheisen. Wenn ihr sowas nicht habt, dann nehmt irgendwas anderes spitziges, einen Nagel oder sowas. Oder eine Schraube, geht auch. Und dann versucht man so mittig wie möglich in den weißen Stellen, in den weißen Punkten hier reinzustechen. Zwar richtig fest, damit man das Ganze dann auch schön danach sieht. Man könnte auch direkt in der Schablone vorbohren, aber dann ist die Chance halt höher, dass es verrutscht, finde ich jetzt. Deswegen mache ich das so rum. Dann dasselbe Spiel hier. Und dann schraubt man das hin. Ja. Und schraubt die Schrauben nicht zu fest an mit dem Akkuschrauber. Ganz leicht. Und zum Schluss von Hand anspannen. Da habt ihr viel mehr Gefühl, die Schrauben noch festziehen. Und mit dem Akkuschrauber drehen die ruckizucki durch. Und dann habt ihr keinen Halt mehr mit den Schrauben. So, machen wir die Rollen hin. So, die Räder sind entlastet. Jetzt schauen wir einfach mal. Machen wir die andere Seite noch. Perfekt. Topsach. Und übrigens, hier wird ja irgendwann zugebaut. Das wird ja wie so ein Korpus, elementmäßig. Ja, es wird zugemacht. Und dann fällt es auch mehr auf, dass hier zwei Farben sind, besser gesagt drei Farben mit dem Holz und dem und dem. Hier dasselbe Spiel. Ich werde irgendwann diese Rollen nochmal wegschrauben müssen. Vielleicht nehme ich dann auch größere Schrauben, weil der Aufbau noch drauf kommt. Hier kommen ja noch Platten drauf, wahrscheinlich Multiplex-Platten oder so, weil es wird ein Korpuselement hier zugebaut. Damit ich halt hier auch noch vielleicht irgendwie eine Auszugsschublade hinbaue, irgendwas, lasse ich mir einfallen. Das ganze Element unten wird noch mit Schubladen und so weiter ausgestattet. Hosalade ist auch auf wieder. Zack. Scheiß Hosalade. Dreck, das geht ja nicht mehr zu. Was sind das für Hose? Nochmal zu den Schrauben an den Rollen. Die werden später auch länger und dicker, weil die Hobelbank wird ja schwerer, wenn ich die Schubladen dann reinbaue, die Korpusverkleidungen hinmache. Dann muss ich die Rollen eh nochmal wegschrauben und dann entscheide ich mich dann auch für größere Schrauben. Jetzt momentan reicht es, weil die Hobelbank wiegt noch nicht so viel. Später mit den Schubladen, Staubsauger kommt unten rein und so weiter, kommt dann noch mehr Gewicht auf das ganze Teil. Und deswegen sind wahrscheinlich die Schrauben zu schwach. Deswegen, also kein Stress. Momentan reicht's. Und ich weiß auch nicht, wann ich weitermache mit dieser Umbau-Action hier, weil ich noch andere Projekte habe. Jetzt habe ich endlich wenigstens mal einen Worktisch oder so, wo ich arbeiten kann. Hier diese Bereiche werden ja noch geschlossen mit Klappen und so weiter. Ablagefächer entstehen da noch. Aber jetzt schauen wir mal, wie lässt sich die Hobelbank bewegen? Ich bin echt gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ohne Witz. Jetzt schauen wir mal. Ich will es jetzt einmal drehen, weil die muss andersrum hin. Boah, voll geil.
Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Jetzt kann ich sie so hinstellen, wie ich will. Voll geil. Eieiei, ist das geil. Mega. So cool. Boah, das geht so einfach. Also ohne diese Stange müsste man ja die ganzen Hebel von Hand hochziehen oder mit dem Fuß da unten reingehen. Und jeder, der die Rollen kennt, weiß, wie schwer das sein kann. Deswegen hier einfach unten rein und hochschnappen. Oder eben von Hand. Besser geht's nicht, ohne Scheiß. Also ganz klar, je nach Projekt drehe ich diese Hobelbank, Werkbank so hin, wie ich sie brauche. Ja. Wenn ich meine Bögen baue auf der Seite, dann drehe ich die um, weil diese Seite ist meine Bogenbauseite. Vielleicht kann ich mich auch mit der Seite anfreunden, weil hier die Spannzangen, Vorder- und Hinterzange, unterschiedliche Maße haben. Hier sind die weit auseinander, hier sind sie enger zusammen. Das lässt wieder vielleicht doch andere Bogenprojekte einfacher umsetzen auf der Seite. Es kommt jetzt echt drauf an. Und hier ist meine modernere Seite mit Maschinen. Und die Seite, die zeige ich euch jetzt nicht, weil da habe ich was umgebaut. Das kommt im nächsten Video. Ja, aber ich habe hier was gemacht, das die Leute bei Instagram wissen es schon. Ja, also folgt mir bei Instagram von mir aus, da seht ihr dann so Stories behind the scenes quasi und so weiter. Oder auch Lifestyle-Sachen. Hier entsteht was Neues, was Aufgeräumteres und Ordentlicheres. Weil diese Ecke war mir vorher viel zu chaotisch. Ich möchte es schöner haben in der Werkstatt. Und das kommt auch bald dann, das Thema. Ja, eine Werkstatt schöner machen. Weil hier habe ich einen Saustall. Ich kann es nicht mehr sehen. Also Leute, diese Umbauaktion geht noch weiter. Wann, weiß ich nicht. Da muss ich auch Bock drauf haben. Das Video hat sich jetzt verzögert, weil ich hatte doch den Feiertag ein bisschen Freizeit geplant. Auch ohne YouTube mal ein bisschen abschalten. Und auch dann hatten wir noch Stromausfall, weil die Wetterlage bei uns, der Starkregen, hat dazu geführt, dass bei uns in der Straße halt eine Stromleitung kaputt ging und so weiter. Und darum hat sich das jetzt verzögert. Aber ich habe jetzt endlich meine Werkbank-Oberfläche, die ich stellen kann, wie ich will. Bedeutet, ich kann mich jetzt wieder auf andere Projekte konzentrieren. Wann dieses Projekt weitergeht, weiß ich noch nicht, weil da ist ja noch einiges zu tun. Wie gesagt, ich mache eine Playlist, dann könnt ihr die bisherigen Teile anschauen und auch die kommenden Teile, die noch kommen, sind alle in der Playlist dann zukünftig verlinkt. Abonniert gerne meinen Kanal und Daumen nach oben. Ciao.